Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier bei den Heimat-Europa-Filmfestspielen. Heute zu einem Film zunächst mal Indoor. Heute ist ein Double Feature. Und ehrlich gesagt, ich gratuliere jedem Einzelnen von Ihnen, der heute hier eine Karte bekommen hat, weil für mich ist das heute wirklich das Highlight dieser Filmfestspiele. Nicht nur die beiden Filme sind großartig, auch das Konzert dazu, das uns erwartet, ist wunderbar von No Limits. Das werden wir gleich draußen hören dann im Anschluss. Und das ist ganz besonders wirklich, weil sie sind so viel beschäftigt, unsere Gäste des heutigen Tages. Und sie sind jetzt extra angereist, um hier mit uns zu sprechen in vielerlei Form. Und jetzt für Just wie Karl möchte ich Ihnen zunächst einen ja, Vertrauten von Edgar Reitz, kann man fast schon sagen, hier nach vorne rufen. Er hat mit ihm ein ganz wunderbares Interview geführt, einen Podcast 3 Stunden lang, wo man von Edgar Dinge erfahren hat, die man sonst noch nie gehört hat. Und wir haben ihm zu verdanken, dass dieses Festival so geworden ist, wie es wurde, denn er war in diesem ersten Jahr dieser Heimat-Europa-Filmfestspiele schon quasi mit dabei. Damals zugeschaltet aus Finnland und jetzt heute extra aus Berlin angereist. Begrüßen Sie Christian Schwocho. Herzlich willkommen in Hallo, danke schön. Ja, lieber Christian, Edgar Reitz, vielleicht das mal als erstes gefragt. Du hast schon eine Verbindung aufgebaut zu ihm in den letzten Jahren. Ja, weil diesen Podcast, den mache ich ja jetzt schon eine ganze Weile und ich beschäftige mich dort vor allem mit Menschen, die mich interessieren und oft sind es Menschen, die ich erst beim Podcast kennenlerne oder reden immer vorher eine Stunde. Und dieses Gespräch mit ihm, der ja so viel schon sich geäußert hat, auch so viel geschrieben hat, war aber besonders, vor allem, wir haben kurz davor darüber gesprochen, als er auch gemerkt hat, dass ich mir wirklich alle seine Filme angeguckt habe und seine Texte kenne. Und das ist auch für ihn, glaube ich, eine schöne Überraschung gewesen, auch mal mit einem Kollegen ja, einfach ein bisschen anders zu sprechen als mit einem Journalisten. Und das war eine tolle Begegnung. Absolut. Also wenn Sie, wie die meisten ja immer unsere Heimatfans sind, das müssen Sie sich anhören, das ist der Podcast der Deutschen Filmakademie, 3 Stunden lang wirklich ganz intensiv. Du bist jetzt heute aber das erste Mal im Hunsrück, in der Heimat sozusagen. Du hast zwar nur ein bisschen was von der Straße aus gesehen, aber was ist so der erste Eindruck? Ist das das, was du dir vorgestellt hast? Ach, was habe ich mir vorgestellt? Ich bin erstmal... Also die Kinos haben ja jetzt eine Weile offen, aber es ist für mich erstmal der Wahnsinn, dass ein Film von mir im Kino wieder läuft und dass Menschen da sind. Also das ist so das größte Geschenk. Und dann auch hier einige von den neuen Leuten, die dieses Kino hier machen. Das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte und so viel Leidenschaft für Kino. Und man redet ja oft so davon, wird Kino überleben? Und ich in so einem Moment kriege ich so ganz viel Hoffnung und deswegen hatte ich jetzt sehr schöne, weiß gar nicht, 1-2 Stunden, seit ich hier bin und freue mich auf den ganzen Abend und auch besonders, dass meine sehr gute Freundin Julia von Heinz da ist und dass wir zusammen nachher mit euch reden. Ja, ihr habt ja auch Filme gemacht, die irgendwie auf eine Weise zumindest inhaltlich einen Anknüpfungspunkt bieten, deswegen wollen wir darüber reden. Ich frage ganz gerne auch mal vorweg, weil wir ein Heimatfestival sind, was ist denn deine Heimat? Ja, ich bin ja in der DDR geboren, habe also die ersten 11 Jahre meines Lebens im Osten verbracht. Ich bin auf Rügen geboren, das heißt, das Meer ist für mich immer Heimat, egal wo das Meer sich befindet. Aber so richtig eindeutig benennen kann ich das nicht und ich glaube schon, aber dass Deutschland meine Heimat ist. Ich habe 11 Jahre eben in der DDR und danach sind wir, meine Eltern haben mir einen Ausreiseantrag gestellt, der am Vormittag des 9. November 1989 genehmigt wurde. Und Timing ist alles. Und insofern trage ich, glaube ich, recht viel deutsch-deutsche Ambivalenz in mir und suche die ja auch immer, oder habe sie immer wieder in Filmen gesucht. Aber ja, also ich könnte diese Frage jetzt sehr ausführlich beantworten, weil Heimat ein Begriff ist, mit dem ich mich eben sehr oft beschäftige. Aber der ist jetzt nicht an den einen Ort gebunden, sondern an Menschen, an Gerüche, an Klänge. Mhm. Also das ist was, in der Tat reden wir nachher auch darüber natürlich nochmal, aber gerade wenn du jetzt sagst, Klänge, Gerüche, was ist denn, kann dir mal ein Beispiel vielleicht? Na, Klänge zum Beispiel, die Menschen, wie sie in Mecklenburg-Vorpommern reden. Wenn ich irgendwo jemand bin, der aus Mecklenburg kommt, auch wenn ich da nie gewohnt habe, außer das erste Jahr meines Lebens, fühle ich sofort eine Vertrautheit und spreche auch fremde Leute an, wenn ich irgendwie glaube, jemanden gehört zu haben und frage, wo er herkommt oder sie.
Das ist richtig toll, weil das ist etwas, glaube ich, auch, wenn man über Heimat im Film dann redet, ja, es ist ganz oft so, dass große Themen im Kleinen behandelt werden und dadurch irgendwie eine andere Intensität bekommen. Darüber werden wir nachher sicher auch noch diskutieren. Jetzt Je suis Karl, der hat auf der Berlinale seine Premiere gehabt. Das war eine sehr besondere Berlinale, diese Uraufführung. Wie war das erste Mal, das mit Menschen zu schauen? Sag das mal vielleicht noch vorweg. Ja, die Berlinale war ja erstmal digital im Winter und dann jetzt im Sommer physisch und ich hatte eine Premiere Open Air mit über 1000 Leuten und das war gigantisch. Und ich habe mir gewünscht, dass die Premiere im Freiluftkino im Friedrichshain stattfindet. Dort war sie dann auch, dort hat die Geschichte des Films ihren Anfang. Der Film beginnt im Berliner Friedrichshain, das ist der Bezirk, wo ich wohne. Also dieser Film hat dort auch eine Heimat. Und deswegen war das was ganz Besonderes. Vor allem es ist ein junges Ensemble und das sind SchauspielerInnen aus Deutschland, aus Frankreich, aus Österreich, aus Tschechien. Und die waren alle da. Und wirklich wieder zusammen Kino zu gucken und mit Publikum, das klingt so banal, aber das war wirklich eine Zeit, wo wir das Gefühl hatten, wir haben unsere Sprache verloren als Filmemacher, wenn die Filme nicht mehr stattfinden können. Und insofern war das ganz toll. Es hat uns auch so gefehlt. Es ist so großartig, dass du jetzt hier mit uns bist und das teilst. Vielleicht an Sie noch sei gesagt, der Film läuft im Spielfilmwettbewerb hier bei uns. Das heißt, Ulrich Tucker, der unser Juror ist, wird entscheiden, ob dieser Film oder einer der anderen Szenen den Edgar gewinnt. Der ist unser Hauptpreis für den besten modernen Heimatfilm. Aber auch Sie können abstimmen, das sei schon mal gesagt. Ich hoffe, Sie haben alle so einen Abstimmungszettel erhalten, wo Sie nachher Herzen vergeben dürfen und das dann draußen am Ausgang abgeben können. Zum Ablauf, wir schauen jetzt den Film. Die Damen und Herren, die auf der Treppe stehen, schauen ihn gleich in Saal 2 zeitgleich. Sie verpassen nichts, es ist derselbe Film. Und danach können Sie rausgehen. Um 20.30 Uhr ist dann auf dem Platz draußen, auf dem Fruchtmarkt, das Konzert von No Limits. Und ab 21 Uhr die Podiumsdiskussion mit dir und Julia von Heinz. Und jetzt bitte nochmal einen großen Applaus. Schön, dass du da bist. Danke. Eine große Freude. Christian Schwobo und Film ab für Je suis Karl. Dankeschön. Dankeschön.